Herzlich willkommen zum nächsten Part von Pokémon Legenden Arceus. Heute kämpfen wir gegen das Arcanium auf der Feuerspeierinsel, das sich ja einen Blitz eingefangen hat und somit böse wurde. Und ich bin gespannt, wie es jetzt auch weitergeht. Bist du bereits in die Chiro? Ja, natürlich. Nichiro, bitte kümmere dich um Akani. Es mag jetzt ein König sein, aber diese grenzenlose Wut bereitet ihm sicher große Qualen. Sei bloß vorsichtig. Der frühere König konnte eine verheerende Attacke entfesseln, nachdem er so eine Weile stillstand um sich herum Licht bündelte. Denk daran auszuweichen, damit er dich nicht erwischt. So, dann bin ich mal gespannt, Akani. So ein hübsches Ding. König der Insel, Arcani. Let's go! Oh, scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Das Problem, was ich habe, ist, es ist alles so eng. Holy shit. Das war knapp. Oh shit, Bälle. Okay, damit kann man das aufhalten. Kann ich jetzt einen Pokéball werfen? Okay, nee. Ich darf nicht in die Lava fallen, das ist mein Problem. Boah, war das knapp. Oh shit. Feuer. Oh scheiße. Da hat er genau in die Mitte als Feuer gelegt. Das ist so blöd. So, ein Ding noch. Langsam, 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 langsam. Oh, scheiße. Ja, was soll ich da machen? Kann nichts tun. Kann nichts tun. Da konnte ich nichts tun. Da konnte ich nichts tun. Okay, nochmal. Ja, natürlich. Leiste übernehmen? Nee, natürlich machen wir das nochmal neu. Muss ich sehen wir ja jetzt nicht. Sieht auf jeden Fall besser aus. Okay. Das ist halt so bitter. Jetzt kann ich gegen das kämpfen und kann nichts machen. Donnerzahn, komm. Noch paralysiert sehr gut. Noch einen starken Donnerzahn. Sehr nice, war noch ein Volltreffer. Wie viel Leben hat er noch? Okay, nice. Machen wir mehr Damage. Er macht das immer in die Mitte.
Das Ding ist halt, wie willst du das denn aufhalten, wenn der dieses Feuer da wieder macht? Jetzt zum Beispiel wahrscheinlich. Geh mal ganz an den Rand. Vielleicht habe ich Glück. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nee. Doch! Oh mein Gott! Wir haben es! Wir haben es! Arcani ist schon cool. Ich mag das Horn irgendwie nicht so, aber der Rest ist total cool. Natürlich kriegen wir jetzt kein Level Up für unser Tornupto wieder mal. Oh Mann. Seht ihr das? Das Licht, das aus der Arcanis Körper geströmt ist. Es verschwindet im Himmel. Du hältst die Feuertafel von Arcani. Nice. Ich frage mich, was jenseits dieses Riesen liegt, dieses Risses liegt. Kara. Aru. Ich verstehe halt auch nicht, was Aru bedeutet. Was für ein Pokémon. Arceus macht bestimmt nicht so einen Ton. Hm, habe ich da gerade die Rufe 2 Arcani gehört? Ah. Sag bloß, das ist jetzt der Papa. Hier, so ist das also. Okado, nein, Arcani, König der Insel. Von jetzt an müssen wir getrennte Wege leben. Wenn wir beide unsere Pflichten nachkommen wollen. Arni. Keine Sorge, du bist jetzt stark genug, wesentlich stärker als ich sogar. Arni? Erfüllen wir unsere Pflicht als König und Wächterin. Wie nun mein König der Insel. Arni! Ja, der Bosskampf war ganz cool. War ich der Einzige, der den Ruf des frühen Königs Arcani gehört hat? Ja, das hast du dir nur eingebildet. Bitte tu mir das nicht an. Ich bin schon ängstlich genug, wenn ich jetzt auch noch Stimmen von Geistern höre. Tut mir leid, dass ich dir Angst eingejagt habe. Ich habe den Ruf des früheren Königs ebenfalls gehört. Anscheinend war ich nicht die Einzige, die stets über das kleine Vulkano gewacht hat. Danke dir, dass du für Arcani noch seinen Aufstieg zum König besänftigt hast, Zenichiro. Eigentlich hast du schon genug für uns getan, aber ich möchte dich trotzdem darum bitten, auch Perla weiterhin zu helfen. Dann lass uns gehen zu Suki. Zenichiro, ich konnte nicht... Nur nicht zusehen. Mana wurde stets vorgeworfen, sie sei nicht in der Lage, Vulkane zum Königs aufsteigen zu lassen. Alle in Perlclan haben das gesagt. Daher schlug ich ihr vor, es mit anderen besonderen Training zu versuchen. Doch das verärgerte sie nur. Sie erklärte mir, dass das Kleine den Tod seines Vaters mit eigenen Augen angesehen und sein Herz dadurch tiefe Wunden davongetragen hat. Würdest du es angesichts dessen für eine Wächterin als angemessen erachten, dem Kleinen ein hartes Training aufzubühren? Das hat sie mich gefragt. Sie wirkte so wütend. Und als Arcani dann zum König wurde und die Rage geriet, konnte ich nichts tun. Aber die Ruhegaben. Obwohl ich erst später zugekommen bin und außer den Ruhegaben nichts beigetragen habe, hast du so nette Worte für mich übrig, Zenichiro, deren bin ich nicht würdig. Ich war noch sehr jung, als ich Oberhaupt wurde und wusste nicht, in welche Richtung ich den Perlclan führen sollte. Deshalb habe ich krampfhaft an unseren uralten Bräuchen und Städten festgehalten, auch wenn ich dafür als altmodisch bezeichnet wurde. Doch dank Liebes ist mir endlich klar geworden, was ich will. Ich möchte Hisui beschützen.
Ich würde gern bald wieder gegen dich kämpfen, Senichiro. Wenn ich an der Seite meines Partners in den Kampf ziehe, kann ich hoffentlich die Stärke erlangen, die zu dir hilft. Und jedes Mal hab und langsam und mit jedem Mal habe ich das Gefühl, dass meine Welt ein Stückchen größer wird. Schon wieder habe ich etwas von Rena gelernt. Muss mich später bei ihr bedanken. Außerdem will ich dringend wissen, was zwischen ihr und Suzuki vor sich geht. Aber jetzt muss ich hier weg. Es ist viel zu heiß. Auf Wiedersehen, Senichiro. So, dann haben wir den Inselkönig besänftigt. Und können zurück. Jetzt will ich mich aber nochmal kurz hier umgucken. Ob es hier noch was gibt. Wo es sich lohnt, vielleicht noch mitzunehmen. Ein Pokémon oder so. Magma gibt es halt hier. Magby! Bitte. Bleib drin. Jawohl. Sehr gut. Dann haben wir auch Magby abgeschlossen. Ach, und der kriegt ja keine XP. Das kotzt mich jetzt so an. Wir gucken dennoch kurz nach, was es hier noch gibt. Ah, guck mal. Selbst hier haben wir noch das hier gefunden. Nehmen wir natürlich mit. Da ist nichts mehr. Und hier unten taucht auch nichts Neues mehr auf, ne? Ne, gut, dann können wir eigentlich zurück teleportieren. Sind wir hier richtig? Ne, wir müssen in die Mitte. Egal, dann können wir jetzt mal kurz bei dem Professor die abgeben gehen. Ach, es war richtig, dass wir hier hin mussten? Okay. Ja, Tatsache. Gut, dann möchte ich mal kurz was machen noch. Oh lol, das kann sogar ein Mann-Taxi rumfliegen. Interessant. Oh Mann, ey. Wegen einem Futzel. Kann man hier schon die neuen Sachen holen pro Tag? 2000 kosten die jetzt. Nehmen wir mit. Und hier müssen wir rein. Neue Nebenquests, die nehmen wir natürlich an. Und ich glaube, nach oben müssen wir. Oder? Ja. Gute Arbeit im Kobalt-Kostüm, wollte ich gerade sagen. Küstenland. Du hast nicht nur der Galaktik-Expedition, sondern auch den Perlclan damit einen großen Dienst erwiesen. Es wäre durchaus wünschenswert, wenn deine Bemühungen auch Einfluss auf den Riss im Raum-Zeitgefüge hätte. Wären wir imstande, den Riss zu schließen, würde sich damit möglicherweise auch die Zweifel an dir in der Luft auflösen. Allerdings habe ich auch nicht die geringste Ahnung, wie genau man diese anstellen könnte. Ich muss danach ins Bett. Ich bin müde. Wir haben 4 Uhr morgens. Sei weiter so diszipliniert. Meine Kartoffelmutti haben heute eine leicht andere Note, weil sie in den Flammen eines Pokémon gerüstet wurden. Wohl bekommen's. Oh, ich hätte so gern den Moment erlebt, in dem ein Pokémon zum König aufsteigt. Ehrlich gesagt kann ich sie mir nur schwer auf den Rücken von San Magnus vorstellen. Ich kann nicht meinen Ball richtig werfen oder einen Pokémon ausweichen, selbst wenn mein Leben buchstäblich davon abhängt. Glaubt hier wirklich jemand, dass ich auch nur eine Sekunde auf San Magnus über die Wellen gleiten könnte? Nichtsdestotrotz.
Wer sich stets bemüht, dem wird's am Ende entgolten. In dieses Sprichwort halte ich mich. Irgendwann werde ich auf einen Pokémon reiten und meine Erfahrung den Pokédex festhalten. Am nächsten Tag. Wer ist denn das? Ich wünsche einen guten Morgen vom Himmel herabgefallener. Der Boss der Galaktik-Expedition Dengboku möchte, dass du sein Büro aufsuchst. Okay. Denjiro, ich habe eine Mission für dich. Besänftige den König der Höhle, Elektroball. Er befindet sich im Kraterberghochland. Elektroball ist in der Lage, Elektrizität in seinem Körperinneren zu speichern und dann stoßartige freizusetzen. Doch seit es in Rage geraten ist, verursacht seine Stromstöße gewaltige Explosionen. Um sicher zur Hoheitsstätte von Elektroball zu gelangen, benötigst du Hilfe des Perl-Clans. Ich habe Perla bereits informiert. Moment mal. Ich habe wie viel jetzt Zeit? Mich könnt ihr nicht aufhalten. Oh, die ist hübsch. Hallöchen, Boss der Galaktik-Expedition. Hier bin ich. Du hast doch sicher noch vergessen, mir eine Einladung zu schicken, nicht wahr? Tsubaki, du kannst doch nicht einfach so hier reinplatzen. Wir haben gerade etwas Wichtiges besprochen. Ja, deswegen bin ich doch hier. Wollt ihr mich als Wächter von Lektorball etwa außen vor lassen? Das ist bereits geklärt. Denjiro wird den König der Höhle für uns beruhigen. Autsch, hältst du es so wenig von mir oder vom gesamten Diamant-Clan? Und glaubst du wirklich, dass so eine halbe Portion Elektroball beruhigen kann? Oh, okay, ne Zicke. Möchte mich auch aus tiefstem Herzen dafür entschuldigen, dass dieser Rüpel hier eingefallen ist. Dafür brauchst du dich nicht entschuldigen. Wächter Tsubaki ist einfach so stark, dass selbst ein guter trainierter Sicherheitstrupp ihn nicht aufhalten kann. Das ist ein Kerl? Allerdings werde ich den Sicherheitstrupp nun einem noch härteren Training unterziehen müssen. Tsubaki, wegen dir wird sich Sicherheitstrupp heute Nacht den Schlaf weihen. Expeditionsleiter Demoku kann mit seinen Sumo-Künsten ganze Felsen durch die Luft werfen. Lass uns zurück zum Thema kommen. Senichiro, du beruhigst Elektroball. Tsubaki, dich möchte ich darum bitten zu helfen, falls es Probleme geben sollte. Alles klar. Nur du machst auf. Kann ich jetzt auch hin oder muss ich da jetzt halt nicht noch? Tsubaki, du sollst die Galaktik-Expedition zumindest Senichiro auf keinen Fall unterschätzen. Sieh nun zu. Okay, jetzt müssen wir gegen Diamant noch kämpfen. Ach du Scheiße, gegen den. Okay, Feuerriegel. Igelava. Jetzt wird's Zeit, dass du zum Konnuptu wirst. Kämpfe gegen mich. Los geht's. Tsubaki, pass gut auf. Das ist jetzt ein Kerl oder ein Mädel? Dass jedes Mal ein Evoli dazu kriegen, das ist so nervig. Egal, Fully Purple, erstmal volle Kanne die Ding rein drücken. Das ist damit nicht tot. Wenigstens macht er keinen Damage. Aber das Kleine macht Damage für das, dass es noch so low ist. Gut, Fullipurba haben wir. Bitte überlebe. Flehe dich an. Überlebe. Töte es. Sehr gut. Ja. Und es kann sich entwickeln. Halleluja. Jetzt hast du es gesehen, wie stark Senichiro ist, Tsubaki. Du wirst ihn nicht mehr verspotten, verstanden? Unsere Helfer von Perl kann
Ja klar, müsstest du am Übungsplatz finden, sobald du bereit bist. Also dann bis später, Senichiro. Los jetzt, Tsubaki, auf dich wartet eine ordentliche Standpauke. Ach, Diam, bitte erspar mir das. Senichiro! Komm ins Büro des Forschungstrupps, dort besprechen wir deine Mission. Dein nächstes Erkundungsziel ist das Kraterberghochland. Dieses Gebiet befindet sich nahe im Riss im Raum-Zeitgefüge, deswegen können wir nicht absehen, welche Gefahren dort lauern. Bevor du dich ins nächste Gebiet vorwagst, musst du vier Sterne. Okay, gut. Das heißt, wir müssen noch ein paar Pokémon fangen, Leute. Das machen wir jetzt. So, vorerst tun wir aber mal unser Pokémon entwickeln. Und falls ihr es nicht wusstet, die Starter haben alle eine neue Entwicklung. Konnuku ist jetzt zum Beispiel Feuergeist. Und ich finde ihn so geil. Er ist so hübsch. Ich finde ihn so cool. Er ist sogar lila. Mich würde halt echt jucken, wie der in Shiny aussieht, ne? Ich finde ihn so cool. Das ist mein Favorit auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Vogel ist der schlechteste. Oh, warte mal, vielleicht hat er neue Frisuren. Sie hat neue Frisuren. Ja, hat die jetzt auch neue Frisuren oder hat die das jetzt nur gelabert? Wenn ich ihr das Traumvogel gebe. Sie hat gar keine neue Frisuren. Oh man. Blond sieht halt auch cool aus. Kastanie. Wie sieht weiß aus? Weiß ist halt so meh. Blau geht. Nee, wir bleiben bei Rot. Ja. Haben jetzt zwar umsonst Geld ausgegeben, aber egal. So, dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall noch auf Stufe 4. Das können wir am besten hier machen. Haben wir denn überhaupt noch genug? Ja, wir müssen Pokebälle holen. Aber da können wir, glaube ich, welche kaufen. Ja, wir können da locker genügend kaufen. Zack. 150 schon mal wieder. Und let's go. So. Einfach alles fangen, was geht, um mehr XP zu kriegen. Und dann können wir auf jeden Fall aufs nächste Gebiet. Und das nächste Gebiet machen wir dann wahrscheinlich im nächsten Part. Aber vielleicht finden wir jetzt noch ein Shiny, das wäre ganz gut. So ein cooler Abschluss. Ich hätte halt gern auch hier noch gehabt, dass es so Quapuzzis oder so gegeben hätte. Ich mag Quapsel und sowas. Die können wir auch noch. Wobei, die sind aggressiv. Die machen wir nicht. Zack.
Wir könnten im Wasser mal wieder nach Pokémon gucken. Da haben wir ja noch keine geholt. Rapia brauchen wir nicht. Ich habe halt echt Glück gehabt, muss ich sagen, mit dem Shiny war in den ersten 2 Stunden. Schon krass. Der Tunukto ist mega cool in Lila. Ich mag den. Ich habe schon welche gehört, die mögen das Tunukto irgendwie nicht. Umso besser für mich. Machulus nehmen wir auch mit. Einfach alles fangen, was geht. Urgel wäre ja auch witzig gewesen, wenn ich ehrlich bin, aber es gibt, glaube ich, kein Urgel hier. Lass mal gucken gehen. Ob wir irgendwas am Wasser finden. Haben wir hier? Oh! Das ist auch cool, das Pokémon. Das sieht sogar hübsch aus, das Baldurfisch. Ich überlebe. Ah, Gift ist jetzt nicht so schön. Aber akzeptabel. Wir brauchen einmal einen Tempo-Donnerschock. Wir fangen am besten jetzt schon das Pokémon. Mal gucken, ob wir Glück haben. Das gibt's doch nicht. Das kann Finster-Aura. Muss dir mal vorstellen. Komm schon, bleib drin. Jawohl. Gut, Baldurfisch gibt dann extra Punkte, weil wir den noch nicht gehabt haben. Was haben wir hier noch? Da ist ein Staraptor kann man hier direkt fangen. Kann man hier direkt einen Staraptor fangen? Interessant. Was ist das? Remoraid? Haben wir Remoraid schon? Okay, da gehen wir weg. Aber das Mantax können wir fangen. Auf dem Wasser ist es mega schwer, das zu kontrollieren, finde ich. Die Schnecken können wir auf jeden Fall auch noch fangen. Die sollten auch einfach zu fangen sein und geben gut XP. Kann man das hier kaputt machen, die Kiste? Ah. Was haben wir hier? Mantax. Weg. Lass mal ein bisschen weiterfahren. Ein Corazon wäre hier auch ganz witzig, oder? Hier ist nix. Aber auch witzig, Tentoxa.
Okay. Gegen den müssen wir auch kämpfen. Dann machen wir das mit dem. Das ist ein Boss, Level 50. Ja, dann haben wir schon verloren. Ja, der wird uns töten. Defensiv, okay. Ja, wir haben verloren. Den kriege ich nicht. Den kriege ich nicht. Aber ich werde es probieren, ihn ein bisschen zu zähmen. Starkes Aeroass. Ja, wir machen den halt null Damage. Das ist halt das Ding. Hydro-Pumpe. Ja, nee. Das können wir knicken. Und direkt nochmal eine Hydro-Pumpe drauf. Ja, nee, wir verlieren. Ich will es trotzdem versuchen zu fangen. Vielleicht haben wir ja Glück mit dem normalen Pokéball. Ist halt Level 50, das ist das Problem. Aber wir probieren es. Vielleicht haben wir Glück. So, jetzt kommt es drauf an. Vernuppt du noch? Was ist so hübsch? Ohne Scheiß, ich liebe es. Bitte. Bitte. Ah. Torrepanzer ist noch gut. Hydro-Pumpe, scheiße. Hyptonupto. Da war so ein hübsches Pokémon. Ist okay. Immerhin haben wir hier eine Seele. So, ich würde dann langsam wieder nach vorne gehen. Tentara. Ist halt scheiße. Oh! Vielleicht haben wir jetzt mal Glück. Tentara, bitte. Ja. Ach, vergiss es. Ich finde das so schrecklich im Wasser. Ist nicht meins. So, wie wir hier durchkommen, sind wir ja bei dem komischen Teil wieder. Oh, aber hier steht auch was an der Ding geschrieben. 100% kriegen wir hier auch was. Wo sind wir denn hier rausgekommen? Ist nicht ganz so anders gerade? Jetzt wieder diese Schnecken. Ich sammle die mal auf. Ich würde sogar fast sagen, wir machen jetzt noch so weit, dass wir vorgehen können. Gucken, wie viele Punkte wir haben und den Rest mache ich dann auf jeden Fall morgen alleine. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder, wenn wir Sterne Level 4 haben. Weil dann können wir ins neue Gebiet. Deswegen, wir gehen jetzt mal kurz abgeben. Da bin ich mal gespannt. Ihr könnt mir ja zum Beispiel mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon einen Shiny gefangen habt. Oder ob das wirklich bei mir mega Luck gewesen ist. Mit dem Shiny. Nach 2 Stunden. Mein Paras. Weil das ist mega weird auf jeden Fall. So, 19 werden auf jeden Fall nicht reichen.
Ja, das wird nicht reichen. Okay, Leute, ich mache dann jetzt den Rang auf Sterne 4 und wir sehen uns dann morgen wieder, ne? Dann würde ich sagen, macht's gut. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst doch, wie gesagt, immer noch einen Kommentar da, einen Like und ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Das würde mich sehr freuen und den Kanal auch sehr unterstützen. Schaut doch auf Twitch auch vorbei, auf twitch.senichiro, also slash.tv, senichiro, langsam, twitch.tv/senichiro. Denn da streamen wir dann immer. Ich kann erst wieder ab dem 10. oder ab dem 14. Streamen, 14. Februar. Weil, ja, wie gesagt, mein Internetanbieter leider immer noch Mist gebaut hat. Und jetzt muss ich mal gucken, ob das dann noch klappt. Ich hoffe, es klappt. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.